So, da sind wir wieder bei Assassin's Creed 3. Willkommen zurück und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Wir haben davor, ja, der Alte hat uns davor gesagt, wir sollen hier zu dieser Hütte kommen, ja? Und ja, jetzt stehen wir vor dieser Hütte und dann schauen wir mal, was dieser Typ denn von uns will. Was sind denn da? Ah, der Typ da unten am Stand sinkt ein bisschen, der hat sie nicht mehr alle. So, was gibt's hier? Irgendwas Nützliches soll es hier geben. Die Ausbildung beginnt. Hey, sehr schön, unsere Ausbildung beginnt. Was gibt's denn Besseres? Sagt er, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. Instand! Instand! Verzeiht meine Manier! Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, wir müssen Holz besorgen. Ah, oh, 210 Meter. Fuck. Ist ein ziemlich weiter Weg, ich weiß. Aber ich werde nicht cutten oder so. Macht keinen Sinn zu cutten, würde ich sagen, oder? Macht das doch bei dem Weg, wird es vielleicht Sinn machen. Aber gut, 200 Meter hören sich viel an. Sind sie aber eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich gleich oben. Und da lohnt sich cutten nicht. Muss ich nur wieder extra Effekte reinballern und so. Ja, das mag ich nicht. Oh, das Waschbärchen ist schon wieder da. Guck mal. Mein Freund ist immer wieder da. Der ist immer an der gleichen Stelle. Der geht da nicht weg. Der hat wahrscheinlich da sein Zuhause. Da, und schon sind wir eh gleich da. Oh, meine Nase juckt. Fuck. Ein Näschen juckt, das ist nicht gut. So. Dann gehe ich mal zu diesen zwei Typen da. Ah, ich muss ins Haus hinein. Okay, dann gehen wir halt ins Haus hinein. Nee, nicht nach oben. Durch die Tür, wie ein normaler Mensch. Du wilder eingeborener Hund. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay. Lager. Drücken Sie auf, um das Lager zu öffnen. Machen wir mal. Ah, Eichenholz. Ah, Pelz. Fuchsschwanz, Fleisch, Hasenpfote und so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Das ist alles, was wir haben hier, um das zu kaufen. 3. Schön. Das Lager enthält nun Eichenholz. Okay. Wähle das Handelsmenü. Handel. Ja. Landkonvoi. Landkonvoi. Okay. Zuzuweisen. Das Eichenholz. Aha. Kann auch die sogar die Händler auch noch wählen.
Okay, dann schicken wir sie mal. Gut. Sendung eines Konvois zu bestätigen. Ja, bestätigen. Komm schon. Ja, wir müssen also das ganze Lager verwalten, einkaufen und so weiter. Sehr schön. Wir sind the man. Das ist meine Siedlung. Danach verging die Zeit. 6 Monate später, holy shit. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwamm. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Nein! Da will ich einen coolen, epischen Moment machen, wo ich danach, wenn er gesprochen hat, runterjump, ganz cool. Und ich sterbe. Ah, fuck. Shit, man sollte runterschauen, bevor man irgendwo runterspringt, Leute. Merkt euch das. Bevor man irgendwo runterjumpt, schaut hinunter, ob denn auch unter euch Wasser ist. So. 2 Meter weiter links oder rechts. Dann hätte ich es überlebt. Ich jump da voll auf die Klippe. Holy shit. So, ich kann jetzt hier auch aufs Schiff hinauf, oder? Besuchen wir sie mal. Die Aquila. Ja, es hat sehr, sehr viel Pflege gebraucht, wie man sieht. Das ist ja ein komplett neues Schiff, Mann. So, ich kann hier bestimmt nach oben, oder? Ja, na klar kann ich nach oben. Sehr cool. Hallöchen. Die harte Tour. Mission starten. Wo muss ich denn hin? Atlantischer Ozean. Muss ich da hin, oder was? Die harte Tour starten. Da kann man noch, da ist Boston. Hier ist das Grenzland. Ja, da muss ich hin. Da starte ich die Mission. Alles klar. Die Aquila muss auf Martha's Vineyard mit Kanonen und einen entsprechenden Kanoniermeister ausgestattet werden. Diese maritime Mission bestanden. Was ist eine? Ah, maritime. Ich kann nicht lesen. Ich hatte ihn lesen einen Zehner in der Schule. Ja. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Sehr schön. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Immer zuerst mit dem rechten. Merkt euch das, Leute. Sonst gibt's Unglück. Schönes Schiff, muss ich sagen. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Das wäre schön. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Cool. Wir sind mit dem Schiff unterwegs. Sehr nice. Aber erst noch laden. Ja, ohne Laden geht nichts. Ohne Laden geht nichts. Ostküste, 1773. Ah, wie cool. Ich liebe Schiffe. Ich liebe Schiffe. Zum Ruder gehen. Holy shit.
Ich darf selbst steuern. Sie weiß nicht. Oh, wie cool. Kann ich auch Gas geben? Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Okay. Segel zu setzen. Fuck. Die Akia fliegt wieder. Yay. Scheiße, ist das geil. Fuck, ist das geil. Ich kann ein Schiff steuern. Ich bin ganz sowas so geflasht. Ah, die kommen wieder zurück. Die haben das Segel nämlich schon gesetzt. Oh, wie cool. Oh, fuck, ist das schön. Ich kann selber Schiff fahren. Oh, ich sollte nach oben. Ja, volle Segel, komm. Volle Segel. Volle Segel. Oh, Leute, das ist verdammt nochmal das Geiste, was ich seit lange gemacht habe in einem Spiel. Sei wachsam, Connor. Höhlgewinde sind schwer zu meistern. Ja, ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwie abstürze. Abstürze, sage ich irgendwie. Ihr wisst schon, was ich meine. Kentern heißt es auch, oder? Halbe Segel, Leute. Halbe Segel. Ich habe Angst, hier zu viel Gas zu geben. Wieso ist das Schiff so schief? Wieso ist das Schiff so schief? Ich krieg Panik. Ich will ja nicht irgendwo dagegen donnern. Okay, jetzt hat es ja wieder normalisiert. Oh, fuck. Was ist denn eigentlich das Grüne? Das Grüne ist doch der Wind, oder? Ist Grün der Wind? Ah, okay, das ist der Wind, wie sagen Sie. Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell nicht so schön. Setze halbe Segel, dann ist sie leichter zu manövrieren. Ja, das ist mir schon klar. 1700 Meter noch. Okay, fahren wir mal diesen Schiff dahinter, ja? Oh, das ist schon cool, dass ich ein eigenes Schiff steuern kann, Leute. Der Kapitän daneben, wie schön. Okay, muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo ankomme. Volles Segel! Dann machen wir volle Segel hier. Volle Segel! Jetzt haben wir hier nämlich nicht mehr so viel. Bleib auf Kurs, um dein Weg recht zu behalten. Ja, passt auf da links, Leute, ja? Ein Noob ist am Steuer. Ja, ich muss ja aufpassen, dass er nicht irgendwo reinfahr. Okay, alles klar. Da passiert nichts. Oh, das macht so Spaß! Schifffahren ist verdammt geil. Ich hoffe, ich kann das öfter in dieses Spiel. Später bestimmt auch Schlachten führen, aber allein schon das Fahren, allein das gemütliche Fahren, es ist so schön. Ich hoffe, ich fahre da nicht das Dumme rein. Und man sieht ja auch nicht, man hat nicht so viel Übersicht hier, aber es ist schon okay. Es ist halt normal. Ich glaube, aus seiner Perspektive hätte man noch weniger Übersicht. What? Weniger Knoten! Halbes Segel! Fuck! Okay, ich bleibe mal rechts, ich bleibe mal rechts. Boah, vor allem da bin ich so ein Wind umgehauen. Bist du blöd? Und der Kapitän schreit mir das auch voll. Mach mir keine Panik, Mann. Ich bin das erste Mal am Steuer. Wenn ihr überleben wollt, dann schreibe ich dich an. Ah, jetzt können wir ein bisschen nach links. Ja, ich weiß schon, was das ist. Ich habe schon gezeigt, dass ich da nach links soll. Ich habe schon gesehen. Ah, da drüben ist das. Pier andocken. Oh, das wird schwer. Ich hoffe, dass ich nicht selbst andocken muss. Häuser! Wir sind bald da. Okay. Ja, schöne Linkskurve. Nicht, dass ich da irgendwo noch hineinfahre. Ich bin gerade nämlich voll konzentriert. Ich düse jetzt einfach hinein. Wird schon passen, oder? Kann ich noch ein bisschen rausholen? Weniger Fahrt, ja. Segel streichern! Anhalten! Kein Segel! Anker werfen! Wie cool. Wie verdammt nochmal geil und verdammt episch war das. Ich habe ein ganz eigenes Schiff gesteuert. Okay, jetzt wisst ihr ja noch nicht meins, aber ich habe selber gesteuert. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer.
Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Ja, gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, der sieht aber hässlich aus. Solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Ah, da sind die fetten Kanonen. Oh, wie geil. Darf ich wieder zurückfahren? Darf ich wieder zurückfahren? Ja, ich darf wieder zurückfahren. Aber das machen wir jetzt im nächsten Part. Ja, ich möchte das schön aufteilen. Im nächsten Part, ja, fahren wir wieder zurück. Oder segeln wieder zurück. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Fährt man mit dem Schiff oder segelt man mit dem Schiff? Kann man beide sagen, oder? Ist egal. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.